Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Terraria, hier mit mir, Taladir. So, ich habe gerade in der Zwischenzeit die Wall of Flesh Bridge fertiggestellt, habe mir beim Händler oben die Rocket Boots hier gekauft für 5 Gold und hoffe jetzt einfach mal, dass ich die Bridge lang genug habe, dass wir endlich loslegen können. So, dafür klopfen wir jetzt mal hier hin, nehmen diesen Voodoo-Guide, schmeißen ihn raus, gucken nochmal, wie hört sie schon, da ist er schon, das da ist die Wall of Flesh, wenn wir die jetzt gleich kaputt gemacht haben, dann endlich in den Hard Mode. Alles klar, klappen. Wir sind jetzt schon fast die Hälfte verloren. Das schaffen wir locker. Wir haben hier gar nicht so lange. Naja, puff. Ja. Und das war die Wall of Flesh. Nicht sehr spektakulär. Ach, eigentlich, ja. Haben wir gerade nichts zu tun. Da unten stehen die Ancient Spirits of Light and Dark. Es bin getötet. Ich glaube, wir haben noch eine. Ich schmeiße ihn auch gleich aus. Hallo. Na gut. So, was haben wir bekommen? Wir haben Demonic Breaker Blade. Okay, konnte ich gar nicht. 10,50. Oh. Das ist sogar besser als unser Night's Edge. Very strong knockback. Gucken wir mal. Boah. Super. Sieht aus wie Cloud. In Final Fantasy. Ja. Ja, was haben wir bekommen? Wie gesagt, jetzt halt das Demonic Breaker Blade. Gold. Sehr schön. Und ja, den Pwnhammer. Wie ihr seht, strong enough to destroy demon altars. Das werden wir jetzt mal machen. Das heißt, wir gehen zurück nach oben. Der Hard Mode ist jetzt auch an. So, jetzt schneit hier gerade. Und Hard Mode heißt, es wird jetzt alles viel, viel schwerer. Aber wir haben jetzt halt auch die Möglichkeit, die neueren Erze zu bekommen. Ich brauche Fackeln. Ich habe nämlich keine mehr. Das ist nämlich da unten gerade bei dem Glühstäbchen um mich rumgeworfen. Jo. Oh, nee, ist jetzt nicht dein Ernst. So. So, dann machen wir uns schnell mal ein paar Fackeln. Ich stehe halt weiterhin auf das Ding hier. Das ist halt einfach zu gut. Das, Vampire Knives. So. Wir sind jetzt hier wieder im Corruption. Und da ist so ein Demon Altar. Wenn ich jetzt den Pwnhammer nehme und da drauf haue. Puff. The world has been blessed with Cobalt und Cody the Guide. Weil wir haben ja gerade den Guide geopfert, um den um die Wall of Flesh zu sammeln. So, blessed with Mithril, Titanium, sehr schön. Noch mehr Kobold. So, machen wir jetzt ein paar kaputt, denn je mehr man davon kaputt macht, umso mehr von dem
Zeug. Ist halt in der Welt verfügbar. Und da wir halt sehr viel von ihm brauchen, also eigentlich dann später halt fast nur das Titanium, also das Titan. Das hat einfach nur so. Und wie macht man das am besten, um an die Sachen ranzukommen? Dazu haben wir uns ja den Elevator gebaut. Ja, wie ihr seht, das sind hier neue Gegner, wo ich durch den Hardmode komme. Von dem Coachen. Ah! Ihr seht, da ist schon Kobalt. Und das werden wir auch sofort mal mitnehmen. So. Das ist halt die erste Stufe der. Neuen Erze. Hier sind übrigens die Rocket Boots. So, die beiden Dinger machen wir jetzt noch kaputt. Dann porten wir uns zurück und werden dann erstmal verkaufen. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel die Triade und da wir jetzt im Hard Mode sind, kann ich jetzt gucken, wie der Status ist. So, let's play World Yo! Ist 4% corrupt, you should try, bla bla. Legadeach. Hier haben wir jetzt auch neue Sachen, die wir kaufen können, da es jetzt der Hard Mod ist. Das kommt weg. Brauchen wir nicht, auch nicht. Noch genug. Brauchen wir auch nicht. So. Die Banner können wir eigentlich gleich aufhängen. So, den können wir da hinpacken. So. Flups. Flups. Das Geld wird verstaut. Gucken wir mal, wie viel wir jetzt herstellen können. Wir haben jetzt ein Kobaltbahn, damit geht noch gar nichts. Aber das macht alles nichts. So, Fackeln, Dynamit. Okay, die Sachen kommen da oben in die Kiste. Ja. Night's Edge. Und hier hin. Da hin. The Breaker, den brauchen wir nicht mehr. Breaker, Arrows, kann ich auch verkaufen, ein bisschen Platz, jo, sehr schön, fantastisch, es klappt doch alles, hervorragend, so, das Geld wird weggepackt, 23 Gold, sehr schön, so muss das sein, und dann heißt es jetzt, ab runterfallen und hoffen, dass wir eine Menge Zeug finden. Hier haben wir Kobalt. Und diesmal geht es nicht, dass ich da sind auch neue Gegner. Mit dem
der jetzigen Picke halt das Titan abbaue. Dazu brauche ich dann wirklich das Nitril. Das heißt, das dauert einen kleinen Moment, bis wir dann wirklich loslegen können. Aber so wie das jetzt hier schon aussieht, dürfte das nicht allzu große Problem werden. Und das ist halt auch der Vorteil an einem Elevator, dass man sich halt einen schönen Gang runtergebuddelt hat und dann nicht durch die... Oh ne. Ach, die Viecher nerven sich hier. Diese scheiß Schildkröten. Also die sind wirklich, wirklich stark. Selbst wenn man später schon die Hallout Armor hat, also die beste Rüstung im Spiel. Oh, gehen die einfach nicht drauf. Weil die einfach nicht drauf gehen wollen. Super viel Schaden machen. Meine Güte, jetzt lass mich hier mal hoch. Das Stück Gewalt. Würde ich halt von dem Titan, was wir jetzt hier auf der Map haben, nicht so begeistert bin. Also ich persönlich finde halt das Adamantit, beziehungsweise die Adamantit-Rüstung, wesentlich hübscher. Ah, das ist halt nur mein persönlicher Geschmack. Das hier ist Silber, ne? Ja. Alter, ist das riesig. Sauber. So, ich denke, damit können wir dann auch gleich schon was Schickes anfangen. Wow. Zelda. Was ist das? Eiselemente. Cool. Oh. Ah. Ein Snowflake. also in dem neuen, es ist im Hallowed und das andere neue Gebiet, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, werde ich gleich nachforschen, wie es heißt. Ah, das ist Titan. Okay, ja, da kommen wir leider noch nicht ran. Ja, unsere Picke dafür nicht ausreicht. Aber vielleicht können wir schon ein bisschen Nitril. Das hier ist Silber. Oh, das ist Eis. Wie viel haben wir denn jetzt? 300 irgendwas. Aha. Okay, das kenne ich gar nicht, das Item. Hard frozen turtle shell. Puts a shell around the owner when below 25% health that reduces damage. Ja, nett. So, machen wir hier. Ja. Sheet.
Jetzt gibt mir mal ein bisschen Mythrühe. Was ist los? Solange man halt auf die Schildkröten schießt, werden die sich auch nicht dazu bequem anzugreifen. Was ganz praktisch ist. Mit Titan. Symmetrie. Was wir nicht abbauen können. Also brauchen wir doch erst die Kobaltpicke bzw. den Kobaltbohrer. Naja. Auf jeden Fall haben wir hier. Oh, oh. Da ist Mithril. Hier ist Mithril. Da oben war es. Sehr schön. Damit lässt sich das schön arbeiten. Hier die ganzen Fackeln. Kabinett. Ist der Bob da runtergeflockt? Ist auch Mithril, aber das lassen wir mal da. Ab nach Hause. Hier von der Bank holen. Jo, das reicht. So, dann bauen wir uns Drill. Cobalt Sword, Cobalt Animator. Ich würde sagen, wir packen da jetzt erstmal drauf. Packen. Ups. Den ganzen Kobaltkram hier rein. Und werden dann runtergehen, das Mithril holen und erst dann anfangen, die. Rüstung und so weiter zu basteln. Nicht, dass wir hier jetzt rumdübeln, ohne dass es halt einen großen Sinn hat. Verzeihung. Ach, du Schreck, das ist schon wieder weit drüber. Gut, ja, dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und alles Gute. Vergesst doch bitte nicht, ein Abo, ein Comment und ein Like dazulassen, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Mein Name ist Taladir, also haut rein!